Heute hatte ich Besuch von einem Lübecker, der von mir den Reisesegen bekommen hat. Er macht sich nämlich auf den Weg, eine Pilgerreise von Lübeck, also von dem Ort, wo die Lübecker Märtyrer gelebt und gewirkt haben und wo sie heute verehrt werden, von dort aus mit dem Fahrrad nach Rom zum Papst. Und unterwegs macht er immer Stationen und wird über das Leben der Märtyrer berichten, kleine Vorträge halten und will am Ende dem Papst eine kleine Ikone auf dem Petersplatz überreichen. Vielleicht beißt der Papst ja sozusagen an, denn Franziskus ist mal als Pater hier in Hamburg gewesen und kennt das Beispiel der Lübecker Märtyrer. Viele Menschen sind in diesen Wochen unterwegs und pilgern, manche zu Fuß, manche vielleicht auch mit dem Bus, vielleicht manche auch mit dem Fahrrad, wie auch immer. Pilger sind wir Menschen unser Leben lang, wir sind immer unterwegs und wenn man dann so gute Begleiter hat wie die Märtyrer, so Vorbilder, die einen unterstützen, die einem Perspektive geben, dann kann die Pilgerfahrt leicht gelingen. In diesem Sinne, allen, die unterwegs sind, einen guten Pilgersegen. Brechen Sie auf, bleiben Sie unterwegs und kommen Sie gut an Ihr Ziel.